PlayStation droht der Industrie, dass sie in Zukunft schlechtere Produkte abliefern könnten. Kein Scherz, warum das kompletter lügnerischer Bullshit ist, erfahrt ihr in diesem Video. Wer nicht ganz auf dem neuesten Stand ist, es ist ja schon im Längeren jetzt das Gespräch, Microsoft will Activision aufkaufen. Und wenn so ein großer Konzern wie Microsoft einen anderen Riesenkonzern wie Activision aufkaufen will, muss das Ganze natürlich überprüft werden, yo, darf das überhaupt geschehen, nicht dass noch Monopole oder sowas entstehen. Soweit also die Faktenlage. Und sagen wir mal, dieser Deal wird durchlaufen, das wird passieren, dann gehört Microsoft unter anderem auch eine Marke wie Call of Duty, die zuvor Multiplattform war. Microsofts Plan hierbei besteht allerdings zumindest in den ersten 10 Jahren nicht darin, sich Call of Duty komplett anzueignen, sondern Call of Duty weiterhin Multiplattform für alle Systeme, also auch für die PlayStation-Konsolen, erscheinen zu lassen. Außerdem sagt Microsoft auch, in Zukunft wird die Call of Duty-Reihe dann immer auf Nintendo-Plattformen zum Beispiel erscheinen, wo sie vorher ja eher sporadisch mit ein paar wenigen Teilen zu finden war. Und ob das Ganze dann wirklich am Ende so fair und gut ablaufen wird, wie Microsoft das verspricht, das wird sich natürlich zeigen. Um den Deal selber soll es hier allerdings gar nicht so sehr gehen, sondern darum, wie Sony aktuell darauf reagiert, was ich relativ peinlich finde. Und zwar passt Sony PlayStation dieser Deal, der geplant ist, natürlich gar nicht. Auch PlayStation hat extrem stark von Call of Duty profitiert und sie haben jetzt natürlich Angst, dass sie Marktanteile verlieren werden, wenn die Reihe irgendwann in ferner Zukunft vielleicht nicht mehr für PlayStation-Geräte erscheinen wird. Als Teil der Industrie versucht Sony also aktuell den Regulatoren, die darüber entscheiden, ob dieser Deal wirklich durchlaufen darf zwischen Microsoft und Activision, daran zu hindern und Argumente zu finden, warum dieser Deal nicht durchlaufen sollte. Da kann man auch sicher durchaus diskutable Gründe finden, aber die Gründe, mit denen Sony das Ganze versucht zu verhindern, sind super dämlich in meinen Augen und darum soll es hier gehen. Und zwar sagt Sony, es würde der Industrie als Ganzes schaden, wenn dieser Deal durchläuft. Das begründen sie folgendermaßen. This would in turn also reduce the potential return on producing innovative first-party games, thereby diminishing SIE's ability and incentive to invest in new games. Oder der Inhalt grob auf Deutsch wiedergegeben, wenn Sony das Geld von Call of Duty fehlt, können sie nicht mehr so viel in innovative First-Party-Games stecken. Das klingt erstmal relativ sinnvoll. Wenn Sony weniger Geld hat, können sie weniger in ihre eigenen Spiele investieren. Das würde auch als Argument Sinn machen, wenn wir davon ausgehen würden, dass Sony überhaupt angewiesen ist auf das Call of Duty-Geld, um ihre First-Party-Spiele zu produzieren. Aber das sind sie nicht. Denn Sonys eigene First-Party-Spiele wie God of War, Uncharted, The Last of Us verkaufen sich alle unfassbar gut und können sich selbst absolut refinanzieren. Das sind in der Produktion natürlich unfassbar teure Spiele, aber dementsprechend verkaufen sie sich halt auch. Diese Spiele sind super beliebt und ich bin ja auch großer Fan. Hier, ein God of War habe ich hier, zack, Uncharted, Detroit Become Human, ein Sackboy, ein Demon's Souls, was ja auch von Sony Studios ist. Das sind alles absolut geile Spiele, der Markt dafür existiert, Leute kaufen sie. Also hier mal eine kleine Übersicht, wie gut sich diese Spiele refinanzieren können. Die Produktionskosten von The Last of Us 2 werden auf ca. 100 Millionen Euro geschätzt. Und wenn wir jetzt einfach ganz grob davon ausgehen, dass das Spiel 50 Euro kostet. Und wir wissen alle, es war zu Release noch teurer. Es gab auch Special Editions, die werden noch mehr als 50 Euro pro Kopie damit umgesetzt haben. Aber wenn wir einfach mal von 50 Euro pro Spiel ausgehen und die 11 Millionen Verkaufszahlen nehmen, die The Last of Us 2 hat, kommen wir auf einfach nur Milchmädchenrechnung mäßig 500 Millionen Euro. Das war jetzt einfach einer von Sonys neueren Exklusivtiteln aus den letzten Jahren und der hat absolut Plus gemacht. Das Ding kann man immer weiter spinnen. Detroit Become Human in der Produktion 30 Millionen Euro und Minimum 265 Millionen haben sie damit umgesetzt. God of War, circa 100 Millionen in der Produktion, 550 Millionen Minimum rausgeholt. Ihr seht also, es gibt absolut gar keine Dimension, in der diese Spiele nicht erfolgreich sind und unfassbar viel Umsatz generieren. Und wie gesagt, bei all diesen Rechnungen habe ich die Preise der Spiele noch viel weiter gedrückt und in Sonys Segen quasi gerechnet. Und klar, das ist eine große Firmenstruktur, da werden jetzt noch irgendwelche Umkosten, die wir vielleicht nicht sehen, einfallen. Aber Leute, wir kommen da auf keine Summe. Wir kommen, egal wie wir es drehen und wenden, auf keine Summe.
dass diese Spiele von Sony nicht erfolgreich sind. Um diese Spiele zu produzieren, braucht Sony also nicht das Geld von Call of Duty. Sie sind nicht angewiesen und im Gegenteil, wenn Call of Duty nicht mehr existiert, seht ihr ja, ist Sony gezwungen dazu, noch mehr dieser Spiele zu machen, weil ein Markt dafür existiert. Das Einzige, was passieren würde, ist, dass mehr exklusive PlayStation-Games existieren. Ich meine, guckt euch andere Firmen wie Nintendo an, die hatten auch so gut wie gar keinen Support von Marken wie Call of Duty. Und was passiert dadurch? Logischerweise sind sie gezwungen, eher auf ihre hauseigenen Marken zu setzen. Was mich hier auf jeden Fall stört, ist, dass Sony hier unter dem Deckmantel der Innovation argumentiert. Denn ich sagte einfach mal, ich denke nicht, dass Sony Innovation so unglaublich wichtig ist, wie sie es hier vorgeben. Zum einen kann man hier natürlich sagen, das Game Design ihrer First-Party-Spiele spricht nicht wirklich dafür. Ich liebe die in der Regel cinematischen und toll aufbereiteten Sony First-Party-Spiele unfassbar. Ich finde auch gar nicht, Videospiele müssen unbedingt den Anspruch haben, innovativ zu sein. Diese Spiele haben eine Schiene, die fahren sie und die ist geil. Wie gesagt, ich kaufe die ja selber. Ich bin da kein Hater oder sowas. Aber innovativ, ist das ein Wort, mit dem ich diese Spiele beschreiben würde? Da würde ich jetzt persönlich sagen, eher nein. Denn wenn wir uns Spiele wie God of War, Uncharted oder The Last of Us anschauen, folgen sie schon doch einem sehr ähnlichen Schema. Filmisch aufbereitete Spiele, die menschlich wirkende Charakterdialoge in den Vordergrund rücken, mit Actionsequenzen dazwischen und meistens Charaktere, die mittleren Alters geschrieben sind, damit sich diese Zielgruppe damit identifizieren kann. Und klar, alle von Sonys First-Party-Spielen haben immer noch ihre Kniffe, das sind keine Kopien untereinander oder sowas, aber ich würde jetzt auch nicht davon sprechen, dass Sony Innovation so unglaublich wichtig ist. Und um zu untermauern, dass PlayStation-Innovation nicht so unglaublich wichtig ist, wie sie hier sagen, muss man eine wichtige Sache erwähnen, die ein bisschen untergegangen ist in den News. Und zwar hat Sony eins ihrer innovativsten Studios geschlossen vor kurzer Zeit. Das Sony Japan Studio. Das war quasi einer der Sony Studios, die versucht haben, seit Jahrzehnten wirklich im Gameplay-Bereich nicht Repetition zu betreiben, sondern immer wieder neue, kreative, krasse Erfahrungen zu liefern. Dieses Studio ist für legendäre Spiele, die man in der Industrie kennen sollte, wie Shadow of the Colossus verantwortlich. Ico, The Last Guardian. Das sind so die bekanntesten Spiele auf jeden Fall. Aber es kamen noch viel mehr super kreative Spiele, wie zum Beispiel die Gravity Rush Games. Sie haben auch Spiele wie Neck und Neck 2 gemacht. Ja, okay, da kann man sich jetzt streiten, aber der Wille war da. Und das einzige Team, was jetzt aus den Japan Studios noch bleibt, ist das Team Asobi, das hinter den Astro Games verantwortlich war. Da natürlich sehr großer Hoffnungsschimmer, die Astro Games in meinen Augen Meisterwerke. Astros Playroom hat direkt zu Release von der PlayStation 5 gezeigt, was man alles mit dem Controller machen kann und wie innovativ Gaming werden kann. Sie haben also super viele Mitarbeiter, die wirklich gewillt waren, Innovation in die Industrie zu bringen, entlassen. Ich denke also, der Punkt kam an. Sony geht es beim Verhindern des Activision-Kaufs nicht um Innovation. PlayStation ist nicht auf Call of Duty angewiesen, um irgendwelche Projekte finanzieren zu können. Die PlayStation First-Party-Games verkaufen sich fantastisch und selbst wenn Sony kein Geld mehr durch Call of Duty einnehmen kann, sie wäre nur gezwungen, noch mehr innovative First-Party-Games zu machen. Ich denke, es ist immer wichtig, Kritik zu äußern, ohne emotional aufgeladen zu sein und nicht in Schwarz und Weiß zu denken. Ich finde es unfassbar wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig in Extremecken wie Fanboy, Hater und so weiter schieben, denn dann haben die Firmen nur gewonnen. Wir müssen Kritik äußern und trotzdem die richtigen Produkte kaufen und uns vor allem in den richtigen Momenten distanzieren von dummen Business-Entscheidungen. Ich kann rational einfach für mich selber sagen, yo, ich feiere Uncharted, ich finde diese Games geil, ich feiere auch God of War, ich finde diese Sony First-Party-Games nice, aber trotzdem kann ich Liebe zu diesen Spielen trennen von dummen Business-Entscheidungen. Man kann diese Spiele geil finden und trotzdem sehen, dass Sony mit ihren Aussagen hier offensichtlich lügt. Aber in dem Sinne, macht euch einen angenehmen Tag und PlayStation, hör auf dich wie das kleine Kind zu verhalten, dem man den Lolli weggenommen hat und das sich dann bockig stellt.